Willkommen zu FN24 Audi-Karriere. Wir sind hier in unserer ersten Season und das in Katar. Ich freue mich enorm, denn diese Strecke ist tatsächlich ein riesen Upgrade im Vergleich zum vergangenen Season oder zum vergangenen Game. Und deswegen, ja, werden wir heute wie immer alles geben. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst unbedingt gerne einen Daumen runter und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links immer alle in der Bio. 5,3 Kilometer, 16 Kurven, lediglich eine DRS-Zone. Das kann auf jeden Fall spaßig werden. Von der Charakteristik her eindeutig eine sehr, sehr schwierig zu überholende Strecke, aber natürlich hast du auf der ewig langen Start- und Zielgeraden dank DRS-Hilfe natürlich extrem viel Glück. Es geht jetzt hier in meinen letzten Run, beziehungsweise meinen ersten, weil ihr kennt das bestimmt, im Sprint kann man nur einen Run fahren. Gerade auf einer Strecke wie Katar, die ja eigentlich reifenfressend ist, muss man hier das Risiko gehen. Ich gehe deswegen etwas später raus, hier in der 9. Minute. Und let's go. Der erste Sektor oder beziehungsweise die ersten drei Kurven waren bis jetzt mal ziemlich sauber. Wir hatten hier, habe ich gut und großzügig die Strecke ausgenützt. Ja, hier leicht den Scheitel verpasst, dadurch ein bisschen ins Rutschen gekommen. Aber hier wieder der Exit okay mitgenommen. Grün im ersten Sektor 31,5 ist noch okay, würde ich sagen. Jetzt geht's runter in die Kurve, die ordentlich entschärft worden ist. Also da war ja im vergangenen Jahr direkt neben dem Curb Kiesbett. Das hat man jetzt ja quasi hier geändert und dadurch wieder ein paar Trackle mit Fallen gemacht eigentlich, aber jetzt mal hier so weiter, zack, der Exit hier verdammt wichtig und dann nutze ich wirklich alles aus, die Curbs einfach so breit wie ein Auto, das ist verdammt crazy, jetzt geht's in die, ja, Türkei-Sektion hier rein, sage ich gerne mal, im Istanbul Park haben wir die Kurven andersherum oder auch natürlich teilweise in, in Texas, zack, hier die Kurve hardcore geschnitten beim Rausbeschleunigen mit dem Hinterreifen noch ganz knapp drauf gewesen. Jetzt geht es in die letzte Kurve rein, Leute, und mal gucken, wo die Uhr stehen bleibt. Aus der letzten Kurve raus, volles Risiko, viel Schwung, DRS deutlich später wie vergangenes Jahr. Und da haben wir mal 18 Rückstand Purple im letzten Sektor. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Hamilton, Gasly, Norris, Perez, Russell, Stroll, der Professor, Ocon, Magnussen, Ricciardo, Albon, Tsunoda, Hülkenberg, Bottas, Joe, Sargent. Und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir also nun in dem Starting Grid. P12 ist am Ende geworden, etwas enttäuschend. Aber jetzt geht's mal in den Sprint rein. Lights out und let's go. Ab in den letzten Sprint der ersten Season. Und der Start war alles andere als top. Der war wirklich grottenschlecht. Das kann man auch ein gutes Omen sein, denn dadurch können wir uns ein bisschen ein Bild davon machen, wie wir uns da in der ersten Kurve positionieren. Wir setzen uns neben Sergio Perez. Das reicht gerade noch so, um auch in dieser Kurve hier vor ihm zu bleiben. Boah, der fetteste Pendler der Welt und dadurch verliert auch Perez einen Platz. Das war nicht mit Absicht, eindeutig nicht. Also ihr habt das, glaube ich, auch gesehen. Jetzt geht es hier rein in die Kurve. Ich halte mich hier mal defensiv. Ich sehe natürlich, dass Stroll da ein bisschen struggled, weil er rauskommt. Jetzt gehen wir mal kurz zur Start-Replay. Blöder Zeitpunkt, aber mach gern, wie gesagt, das den Däumchen nach oben weg. Und wir sehen unseren Start und der war wirklich miserabel. Miserabel, da gibt es kein anderes Wort dafür. Ich meine, ich habe es noch ein bisschen ausgebügelt, dass ich da außen den Mercedes und auch Perez überholt habe, aber hier sehen wir das Ganze. Und dann kommt dieser Übersteuerer und dadurch muss Perez ein bisschen neben die Strecke und verliert den Platz, aber auch nur kurzfristig gegen den, ich glaube, das ist George Russell, glaube ich. Und ja, vor uns auch ein Mercedes. Vor uns war es dann Stroll. Und hier können wir mit einem späten Bremsmann über außen. Geht das außen hier an, Lando Norris? Ja, wir bleiben außen nochmal dran, weil jetzt haben wir auch die Innenkurve, Leute. Und das reicht. Wir übernehmen hier Platz 8 und das wäre ein wichtiger Punkt. Sind jetzt aber auch schon mit 19. Rückstand zu Pierre Gasly etwas abgeschlagen. Ich hoffe natürlich, dass wir in ein paar Kurven da noch drankommen können, aber Gasly wird auch Lewis Hamilton nicht verfolgen können. Lance Stroll und Lando Norris, die werden schon den gesamten Sprint hier zu meinem Fanclub gehören, denn ich glaube, beide können ein bisschen schneller als ich, also ich glaube sogar Gasly kann schneller als ich. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, wer diese Karriere verfolgt. Falls ihr noch neu seid,
Schaut gerne oben rechts in der Playlist vorbei, aber jetzt geht es ja mal durch den Endsektor hier ab zu Start- und Zielgeraden. Mein Ziel wird auf jeden Fall sein, diese zu überleben, sonst glaube ich, wird es eh schwierig werden für die Konkurrenz uns zu angreifen. Zweite Runde und wir haben Doppelverbesserung, sind aber auch schon mit über 2,6 Sekunden hier von Pierre Gasly und Lewis Hamilton weg, die sich da wirklich davon gezogen haben. Jetzt geht es hier in die brenzliche Sache, denn DRS ist aktiviert. Wir halten uns auf die Innenseite, decken hier den Stroll ab, denn ja, Norris wird es nicht schaffen von außen, der setzt sich hier zwar rein, aber der ist auch, nein, das war nicht nur meine Schuld, Leute, das war auch Norris seine Schuld, denn ihr habt es gesehen, beim Einlenken hat der so einen leichten Rutscher gehabt und der war sowieso neben der Strecke. Also der hätte mir sowieso den Platz zurückgeben müssen. Sprich, also das war gerade noch so fair, das werden wir dann hoffentlich auch in der Replay sehen. Ja, der Sektor, der erste Sektor geht ziemlich sauber und clean. Da brauchst du halt auch wenig ERS. Oh, jetzt habe ich die Lenkung aufmachen müssen, das war natürlich gar nicht gut. Aber ja, Katar natürlich ein Reifenfresser schlechthin. Das ist die Strecke. Wenn du an Reifenverschleiß pur denkst, fällt mir direkt ein Katar. For real. Also eine ganz, ganz schwierige Strecke. Ganz, ganz schwer. Und vor allem auch ganz, ja, sagen wir mal, lästig von den DRS-Zonen her. Wir gucken hier mal in die zweite Runde und das ist der Overtake gegen Lance Stroll. Probieren wir hier außen und dann auch an der Außenseite an Lando Norris vorbei. Ich weiß nicht, wo ich den Schwung hier hatte, aber das war wirklich genius-like. Und in der nächsten Kurve gehen wir dann hier innen an Norris vorbei, Leute. Was denkt ihr, wer wird Weltmeister 2024 in der richtigen Formel 1? So wie auch hier gibt es den Fight Max Verstappen gegen Lando Norris. Nur in unserer Weltmeisterschaft ist der Abstand deutlich geringer. Also wir reden da von 25 Punkten, nicht ja von, keine Ahnung, 60, 62 Punkten aus der letzten Kurve raus. Und jetzt sehen wir das Ganze noch einmal. Da kommt der Angriff oder sagen wir mal das Ransaugen. Ich decke hier mal vorerst, weil ich halt auch weiß, dass Lando Norris, dass da, oh ja Mann, Alter, was macht Lance Stroll hier? Also wir sehen das Ganze hier, er hält hier drauf und habt ihr das gesehen? Er hatte kurz einen Pendler und dann ist er erst neben die Strecke gefahren. Also ich gebe da nicht mir zu 100% die Schuld. In der vierten Runde geht es hier erneut hart zur Sache. Ende der ersten Kurve können wir uns gerade noch so vorne halten, aber die Reifen werden halt zunehmend schlimmer, rutschiger, ekelhafter. Und ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir das irgendwie heute ins Ziel retten können, diesen einen Zähler. Hier gucken wir uns da noch einmal an. Es geht aus der letzten Kurve raus. Leute, wir haben hier ganz, ganz, ganz wenig Vorsprung. Das Gute ist tatsächlich, dass Lando Norris jetzt nicht gerade das schnellste Auto auf der Geraden hat. Wir zupfen hier mal raus und das ist wirklich unser Vorteil, dass wir so eine Rakete auf der Geraden haben. Jetzt geht es ja durch und ähnlich, aber nicht ganz so knapp gehen wir jetzt da als deutlicher, führender, sage ich mal, von dieser Gruppe vor. Gasly hat auch schon ordentlich abreißen lassen. Der ist jetzt schon über eine Sekunde von Lewis Hamilton weg. Das ist ja eigentlich für uns jetzt nichts mehr, weil der hat sich so lange an das DRS gehangen von Lewis Hamilton, dass es jetzt quasi unmöglich ist, da jetzt noch was anzurichten. 7 Sekunden. Aber hinter mir, da ist der Fanclub. Die sind alle ganz, ganz heiß drauf, den einen Punkt noch abzugaunern. Ich hoffe natürlich, dass das im Hauptrennen etwas simpler wird. Jetzt aus der letzten Kurve raus. Ich muss, ja, da gibt es mit, ja, Ich kann nicht über den Körper drüber fahren, da verlierst du so viel Zeit. Jetzt muss auch Lando Norris schon gegen Lance Stroll kämpfen, während er hier in die letzte Runde reingeht. Norris probiert es an der Innenseite, aber es geht ganz knapp sich aus, dass wir auch hier vorne die Nase behalten können. Also die Nase vorne behalten können. Und es geht jetzt noch einmal um diese 6 Kilometer, knappen 6 Kilometer. Und da gucken wir uns noch einmal an. Hier sehen wir das. Also Norris deckt hier ab gegen Stroll und oh mein Gott, war das knapp.
und da fährt er fast den Stroll ins Auto rein. Nebeneinander geht es dann in Turn 1 rein und wir können da gerade noch so, wir rutschen hier um, das ist wirklich gottlos. Max Verstappen gewinnt den Sprint und für uns heißt noch einmal alles zusammenkneifen, den Kopf ducken im besten Fall, dass es keinen Luftwiderstand gibt. Und wir werden hier Achter. Das ist ein minimaler Erfolg. Ich meine, eigentlich ist es ziemlich gut. Wir haben sogar einen McLaren hinter uns gelassen, die ja aktuell das beste Auto haben. Also da muss ich mir schon auf die Schulter klopfen. Ja, so, ihr habt es gehört, glaube ich. Und muss mich, ja, kneifen. Das war ein gutes Rennen, würde ich mal fast von mir zugeben. Ein Platz, einen Punkt haben wir geholt. Von 12 ist es ins Rennen gegangen. Und jetzt geht's los, hier in mein Qualifying, Leute. Ich habe mir einen Wingman gesucht. In meinem Fall ist das hier, ist das Carlos Sainz? Ich glaube es. Olas Sainz. Ja, es ist Carlos Sainz. Und der gönnt uns jetzt hier einen Toe. Eine Runde lang Windschatten, dank Carlos Sainz. Es geht hier in die ersten Kurve rein und dann ist es auf jeden Fall zu merken, der zieht uns ordentlich hier. Ich habe mir das wirklich nicht gerade unbedingt zurechtgelegt, aber das schaut verdammt gut aus. Wir haben einen guten Abstand, dass er uns jetzt keine Dirty Air gibt. Und da gibt es schon über 3/10 im ersten Sektor. Purple, Leute. Wird das etwa eine bombastische Runde, Leute? Ab hier durch 4/10. Jetzt, ja, durch diese enge Kurve durch, da können wir sowieso jetzt ohne Windschatten leben. Jetzt heißt es hier, zack, rechts den Körper hardcore drüber rattern und links hier der Exit. Verdammt wichtig. TSC-Mittel natürlich für alle, die sich fragen. KI auf 97, selbst schalten, selbst bremsen aus KPS, aktuell mal die schnellste Rennrunde. Wir sind auf 6/10 im Delta, ab in diese schnellen Kurven und der Windschatteneffekt wirkt noch ganz, ganz minimal, zack, die Lenkung aufgemacht und es geht hier rein. Wupp, da rutschen wir über den Körper drüber, aber das hat keine Zeit gebracht. Ich weiß, in der Real Life würde das gestrichen werden, aber es hat mir kaum Zeit beschert. Aus der letzten Kurve geht es nun raus und da gibt es noch einmal minimalen Toe, dank Carlos Sainz. Qualifizieren wir uns auf, gucken wir uns das Ganze in der Startaufstellung an. Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lando Norris startet von der Pole Position und Oscar Piastri macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Perez, Fernando Alonso, der Professor, Verstappen, Sainz, Leclerc, Hamilton, Russell, Gasly, Stroll, Ocon, Tsunoda, Albon, Hülkenberg, Ricardo, Bottas, Magnussen, Sargent, Joe und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. 5. Platz, Leute. Was für eine geile Scheiße. Wir waren sogar besser als Sainz. Jetzt geht's los. Lights out und let's go in das vorletzte Rennen unserer ersten Season. Wir kommen besser weg als Fernando Alonso und Checo Perez und können uns hier tatsächlich jetzt auch Richtung Turn 1 auf den 3. Platz hier konzentrieren. Und das funktioniert tatsächlich. Wir sind 3. Ein leichter Rutscher gibt's hier. Und den roten Reifen werden wir im heutigen Rennen auch nicht sehen. Doppelführung von McLaren und die, ja, zeigen schon mal, was in ihrem Auto drin steckt. Die schieben sich ordentlich da vorne weg. Wir sind schon über 8/10 hinter Norris und der ist gerade mal auf P2. Also ich glaube wirklich, dass das hier unser Maximum ist. Selbst wenn wir es dann gegen Alonso Sainz und den ganzen, ja, sagen wir mal, Zirkus dahinter uns schaffen, irgendwie da vorbeizukommen, das wird, oder vorne zu bleiben, wird das, glaube ich, impossible gegen Norris und Piastri sich da irgendwie nur durchzusetzen. Ich meine, die beiden, die fahren da wirklich vorne auf wir in der eigenen, in dem eigenen Universum. Ich denke mal, dass Alonso oder Sainz da mithalten könnten, aber ich kann es nicht mit meinem sauber, schlechter als sauber Auto hier. Und ich probiere natürlich auch schon ein bisschen das ERS zu managen, weil es halt auch verdammt wichtig ist. Ich weiß, dass ich die beiden da vorne nicht einholen kann und dadurch muss ich auch gucken, dass die Reifen und vor allem natürlich auch das ERS auf Start und Ziel da sind. Jetzt gucken wir uns noch einmal die Start-Replay an, die im Vergleich zum Sprint um einiges besser war. Also wir sind da wirklich direkt viel besser weggekommen als die beiden da vor uns. Und Sainz ist da wirklich der Ärmste. Der probiert es da hinter jedem vorbeizugehen. Zuerst an mir, dann an Perez, dann an Alonso. Und ja, schlussendlich muss er das Ganze dann aufgeben und ordnet sich da, ja, vor Perez, aber auch hinter Alonso ein. Das ist echt bitter, wenn du da so einen halbwegs guten Start oder wie er sogar einen bombastischen Start hast und dann einfach nichts draus machen kannst. Jetzt hier noch einmal eine Replay meiner Tracklines.
würde ich fast sagen, es gibt hier, glaube ich, auch in Real Life keine Track Limits. Aber da gibt es Track Limits eigentlich. Also soll ich vielleicht mal probieren mit eventuell strengen Regeln? Das wäre, glaube ich, auch mal eine Challenge. Aber das ist eine Geschichte vielleicht für die nächste Season. Es geht aus der letzten Kurve raus und ich schaffe es nicht mehr dran zu bleiben. Fernando Alonso, der drückt hier ordentlich an. Das Gute ist ja auch, ich weiß, dass der Aston Martin auf der Geraden, sagen wir mal, eine Schlaftablette ist. Ich meine, es gibt noch kein DRS, das ist das Glück für uns, aber ich glaube auch an sich ist der Aston Martin tatsächlich auf der Geraden eher eines der schwächeren Autos. Wir haben da eines der besseren und der Aston ist halt wirklich ein sehr, sehr langsames Auto. Jetzt heißt halt wirklich, wir müssen uns hier durch abdecken. Lando Norris holt die schnellste Rennrunde, geht nur noch an Oscar Piastri vorbei. Fernando Alonso, der kommt dank DRS-Hilfe jetzt verdammt nah an uns dran. Aber in Turn 1 können wir uns hier mit einem Divebomb-ähnlichen Manöver, aber auch mit der Innenseite, da jetzt durchsetzen. Nach drei Runden sind wir 2,6 Sekunden von der Spitze weg und fast 3 Sekunden vom Führenden. Das ist eine Riesenklatsche. McLaren also fast eine Sekunde pro Runde schneller als wir. Das tut dann schon ordentlich weh. Ich meine, ich weiß, dass ich jetzt das schlechteste Auto hier am Grid habe. Dass ich mich trotzdem irgendwie auf 3 halten kann, finde ich schon beachtlich, aber es ist halt wirklich ein Wahnsinn, wie schnell die da vorne ja, fahren können. Also die sind da wirklich enorm. Alle anderen würden sich vermutlich auch wünschen, dass ich nicht hier wäre, weil ein Alonso, ein Sainz, ein Hamilton, ein Russell, ein Verstappen, Perez und so weiter, die haben natürlich alle das Zeug, da vorne eher die Pace zu gehen als ich. Wir probieren hier auch teilweise im Anfangssektor auf Mittel zu fahren, dass ich dann vor allem auf der Start- und Zielgeraden einen Overtake benutzen kann. Jetzt geht es noch einmal hier in die letzte Kurve rein. Wir sind in der vierten Runde. Ich konnte mich ein bisschen absetzen von Sainz, aber vor allem auch von Alonso, der da abreißen hat lassen. Sainz wird aber jetzt wieder etwas näher kommen. Jetzt ist Piastri wieder führender. Da geht es auch hin und her. Ich zupfe einmal raus, aber das ja reicht. Da kommt kein Sainz hier vorbei und auch kein Dive-Manöver. Norris geht hier am Ende der dritten Runde vorbei. Die kämpfen da vorne und sind trotzdem eine halbe Sekunde oder Sekunde sogar schneller als ich. Diese Runde nicht so schnell gewesen. Das ist gut. Das zeigt doch, dass wir, oder sagen wir mal im Fight, dass die beiden dann doch ein bisschen Zeit verlieren. Sainz klebt uns jetzt wieder auf der Backe und der ist jetzt auch Vierter. Das fällt mir jetzt erst gerade auf. Der ist noch 2 Plätze hinter uns gestartet und ist jetzt schon ja genau hinter uns. Also wir haben beide ähnlich gute Plätze aufgeholt. Beide Alonso, Perez überholt und jetzt geht mir hier mal jetzt gehen wir hier mal in den Mittelsektor rein. Fünfte Runde, zack. Die Reifen sind deutlich am Ende, Leute. Und wir müssen jetzt echt noch einmal alles rausquetschen aus diesen beschissenen Reifen. Fast 9 Sekunden ist Piastri weg und Norris konnte sich jetzt auch da vorne behaupten. Der ist jetzt schon ein, zwei Runden vorne. Auch wenn der Abstand wirklich immer nur ein paar Zehntelchen sind, ist das tatsächlich eine ganz, ganz enge Sache. Das juckt mich aber ehrlich gesagt nicht. Ich weiß genau, dass ich gegen die da vorne hier keine Chance habe, aber dass die da hinter mir ordentlich pushen. Ein Carlos Sainz, der ist gefühlt mein zweiter Windschatten oder mein Schattenbild. Also der ist wirklich ganz, ganz nah an meinem Heck dran. Wenn ihr in den Rückspiegel guckt, seht ihr es. Der ist da wirklich kaum, sagen wir mal ein paar Zehntelchen weg von uns. Da war ich ein bisschen weit draußen und da kommt auch direkt die Strafe, dass Sainz auf unter eine Zehntel an unser Heck drankommt. Wir gehen jetzt aber hier mal kurz in die Replay rein und sehen, dass wir uns hier... Jo. Hier gehen wir noch einmal durch. Das war tatsächlich in Runde Nummer 4. Und Runde Nummer 5 sehen wir das Ganze erneut. Wir gehen hier... What the fuck? Das war ordentlich auf letzter Rille rübergezogen von gewissen... wer ist denn das? Leclerc, oder? Der hält hier drauf und wir gehen dann an der Innenseite an ihm wieder vorbei. Es ist eine enge Sache und ich entscheide mich hier auf letzter Rille in der 8. Runde an die Box zu gehen. Ach, das ist auch so verpackt da oben. Steht, ich habe 99 km/h drauf gehabt, obwohl es dann nur doch 80 waren.
Ich weiß nicht. Jungs, verkackt's nicht. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Wir könnten hier um das Podium kämpfen. Jetzt heißt mal alles zusammenhauen. 2,4, eines der besten. Einer der besten Boxenstops überhaupt. Die Mercedes waren drin. Wir müssen abcovern, denn wir sind zeitgleich mit Hamilton reingekommen. Das mit Russell wird auch eine ganz, ganz enge Sache, Leute. George Russell kommt jetzt hier auf Boxenhöhe, aber das reicht. Wir bleiben vorerst vorne. Die beiden haben es also nicht geschafft, uns zu undercutten. Aber ich finde es auch cool, dass die jedermann mal wirklich andere Wege geht, weil das halt wirklich eine interessante Sache ist. Russell und Hamilton jetzt auf den letzten beiden Plätzen. Wir gehen durch den letzten Sektor durch und Russell, der klebt uns ordentlich drauf. Wir haben nicht mal eine Runde hier zum Verschnaufen. Es ist tatsächlich wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Jeder gegen uns, beziehungsweise sagen wir mal 16 gegen uns, weil ja, mein Teamkollege, ich und vor allem natürlich auch beide McLaren, die da absolut nichts damit zu tun haben, sind halt wirklich ganz, ganz eng. Jetzt geht's hier auf Start und Ziel entlang und wir müssen mal gucken, wo bleiben wir, wo kommen wir raus? Und das ist ganz knapp hinter Checo Perez. Können wir noch einmal alles geben, um den Mexikaner zu überholen? Das wäre natürlich wirklich eine Mega-Sensation, wenn das funktionieren würde. Ich bin mir aber da ziemlich unsicher, weil ein Perez zu überholen, das ist halt wirklich ganz, ganz schwierig. Erst der Mexican Minister of Defense und wir wissen ja, eigentlich bin ich das in dieser Season, aber er ist dann nochmal einen Ticken besser. Jetzt müssen wir aber uns auch in Acht nehmen, denn auch ein George Russell klebt uns jetzt ordentlich am Heck und Mann, ich will das alles nicht mehr. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz enge Sache, wie es hier zur Sache geht. 8 Zehntel, ich muss es wirklich schaffen, im DRS-Fenster zu bleiben, aber auch hinter uns kommt da so viel Druck. Reicht es hier, um in den letzten Sektoren ein bisschen Zeit aufzuholen? Ja, es ist wirklich ganz, ganz eng. Es sind Tausendstel, um die es hier geht. Und wir haben es noch nicht ganz geschafft. Ab in die Erstes rein, rechts voll drüber, links voll drüber. Und dann rattern wir hier rein. Dann nehme ich mit Absicht die Verwarnung mit, Leute. Es geht in die letzte Kurve rein. 6 Zehntel, ich glaube, das könnte reichen. Es geht in die letzte Kurve hier rein. Exit, naja. Jetzt im Windschatten. ERS ist noch ein bisschen was da. Wir dürfen nur noch das DRS aufklappen. Wir saugen uns hier an Perez dran, zupfen rechts rein, gehen aber an die linke Seite, weil ich aus Erfahrung weiß, dass Turn 1 außen viel, viel einfacher ist. Hier schießt zwar noch einmal auf der Innenseite Perez durch, aber wir können uns hier profilieren. Gucken wir uns das Ganze noch einmal an. 12. Runde, letzte Kurve, glaube ich, ist das hier. Ja, nein. Dann nehmen wir das Schild mit, das habe ich gar nicht mitbekommen, das war der Hinterreifen, der rutscht halt zu weit drüber und da siehst du halt auch wirklich kaum etwas. Alter, da fährt die Kajua weit drüber über den Körb, da fahre ich gar nicht so weit drüber, das ist eine interessante Sache. Jetzt sehen wir uns das Ganze hier noch einmal an, auf Start und Ziel saugen wir uns hier an Perez dran, können uns hier wirklich gegen einen Red Bull behaupten, dann geht es Wheel to Wheel in die erste Kurve rein und wir bleiben vorne. Wir sind bereits in der 17. Runde, Leute, und es schaut gut aus. Es sind zwar nur 7 Zehntel, die uns hier auf Russell fehlen oder halt die uns hier vor Russell schützen. Das Gute ist aber tatsächlich, dass da schon lange kein großer Angriff kommt. Aus der letzten Kurve raus, ich habe hier meinen Rhythmus gefunden, ich habe sie wirklich entdeckt. Meine passende Pace, ich hole zwar kaum Zeit auf Russell auf, aber das Gute ist halt wirklich, ich halte doch immer wieder diesen Abstand. Wir fahren mittel im ersten Sektor, fahren dann Hotlap, also sagen wir mal Quali, also Hotlap, glaube ich, ist das,
fahren wir dann den Rest und dann bleibt doch noch so 40%, dass wir das Ganze auch noch mit Überholen auf Start und Ziel verbrennen können. Jetzt ist zwar Russell wieder etwas näher dran, liegt aber auch dran, dass ich tatsächlich den ganzen ersten Sektor im Mittel gefahren habe und da trotzdem eine Verbesserung bekomme. Das ist dann tatsächlich eine Überraschung, oder? Würde ich echt sagen, dass wir da so riesen... Wir sind bereits in der 19. Runde und da vorne geht gar nichts mehr. Wieder Verbesserung im ersten Sektor. Lando Norris hat schon gewonnen. Wir sind aber gerade erst im dritten Sektor angekommen. Noch einmal geht es hier die letzten paar Kurven durch. Eine Zehntel trennt uns von George Russell. Reicht es hier? Der letzte Kurvenexit war traumhaft. Das ERS dürfen wir jetzt komplett verbrauchen. Und wir beenden tatsächlich das heutige Rennen auf dem Podium, Leute. Wer hätte das geglaubt? Also ich bestimmt nicht nach diesem katastrophalen Sprint. Aber es war halt dort wirklich ein Rennen, das hier auf Reifen ankam und vor allem, wirklich vor allem auf Management von Mires. Lando Norris ist heute der Sieger und die Formel 1 verneigt sich vor ihm. Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung. Die Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Es war ein fantastisches Rennen für das Team von McLaren, das steht fest. Und sie werden heute Abend mit Sicherheit eine ordentliche Party feiern. Lando Norris wieder mit einem Ausrufezeichen. Max Verstappen wird nur Fünfter und der holt halt wirklich enorm viele Punkte. Charno leider Letzter, das ist schade. Aber der holt halt da wirklich wieder viele Punkte und ins letzte Rennen geht es da mit 12 Punkten Unterschied. Es wird knapp, aber ich glaube Verstappen könnte dann doch die Nase vorne haben. Konstrukteurstitel hat sich das McLaren-Team schon gesichert. Wir sind auf dem 10. Platz und ich glaube auch, dass da sich nichts mehr ändern wird. Selbst wenn ich in Abu Dhabi keinen Punkt hole. Ich glaube, verfolgt werden wir... Ja, wir könnten vielleicht Alonso noch überholen, der ist 6 Punkte vor uns, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da so eine große Chance haben. Konstrukteurs-WM, ja, steht so. Selbst wenn wir Doppelsieg holen, würden wir Aston Martin eventuell einholen, aber ich glaube nicht, dass das drin sein wird. Und ja, Alpine müsste da... Nein, wir sind fix 6. Platz. Eventuell werden wir 5. Platz, aber ich glaube nicht, dass wir 40 Punkte im letzten Rennen holen werden. George Russell ist mein Rivale. Wusste ich so jetzt auch nicht, aber egal. Mein Teamkollege springt da nicht weit nach oben und es wird auch vermutlich das letzte Rennen morgen sein, mit dem wir hier fahren werden.
Ich freue mich extrem, dass ihr bis zum Schluss dran wart. 100k gibt es oben drauf. Einen neuen Sponsor dürfen wir uns auch aussuchen. 69 Tage. Ja, ich freue mich auch immer wieder hier durchsehen zu können, weil halt wirklich manche Challenges unschaffbar sind und manche sind dann doch ein bisschen einfacher und dann nehme ich mir lieber die einfachen, wo ich weiß, dass ich Geld bekomme. Für heute soll es mal gewesen sein. Wie gesagt, morgen geht es direkt ins Saisonfinale. Abonniert also gern kostenlos den Channel. Die nächsten Tage kommt dann auch noch die Hotlap hier auf YouTube, aber auch auf TikTok später. Falls ihr jetzt gar nicht verpassen wollt oder noch mehr rund um die Formel 1, guckt gerne auf meinen TikTok-Kanal vorbei. Links sind wir alle unten in der Bio. Abonniert auch gerne kostenlos hier, falls ihr nicht habt, und lasst gerne einen Daumen oben da. Ciao.